Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Mal wieder habe ich abgespeichert und mal wieder habe ich jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hier eigentlich stehen. The Cursed Mermaid, okay. Wir schauen mal eben. Auf der Karte zeigt er uns ja nicht an, wo wir eigentlich gerade sind, ne? Lagerhallen Pier. Achso, da unten. Ach, The Cursed Mermaid ist die Bar, so wie es aussieht. Ja, wir haben die Aussage des nepalischen Jungen. Der Junge sagte, dass sein Bruder Girwesh verschwunden sei, nachdem er von Roy Solsby, einem großen, kräftigen Mann mit künstlichem Auge, angeheuert worden ist. Ich erinnere mich vage. Und zwar war das der kleine Junge mit dem Altar. Ja, ist ja gut, Pferdchen. Was ist denn mit dir eigentlich hier? Der ist mir schon mal aufgefallen. Ist der hier eigentlich die Fenster am Ablecken? Will der hier hinpinkeln? Ist dem irgendwie schlecht oder beobachtet er die Barfrau? Ich bin mir nicht sicher. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Okay. Hinten sitzen auch noch Leute. Beziehungsweise einer. Can you satisfy my curiosity? It's a shame I can't answer your question. Na gut. Da sitzt uns keiner mehr. Die Frage ist jetzt, womit fangen wir jetzt am besten an? Die Aussage, das ist die hier. Anhänger mit Ammonitmotiv. Der Junge hat ja gesagt, er hat... Achso, das hier haben wir... Ja, ja, das haben wir abgeschlossen. Der Junge hat ja gesagt, er hat versucht, das Ganze zu verkaufen. Auf der Suche nach der Ursache für Vergiftungserscheinung sind wir auf eine kleine Brücke gestoßen. In der Nähe des Geländers befinden sich Wagenspuren auf dem Boden, dass er umgekippt ist. Da könnten wir jetzt natürlich auch nochmal gucken. Das sind alles die... anderen Sachen. Mr. Solsby sagte, eine ausländische Frau habe ihn wiederholt nach einem Vermissten gefragt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir jetzt machen sollen, mit wem wir reden sollen. Wir fragen mal die Bardame. Ich guck mal, ich fange mal hiermit an und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir die anderen Sachen vielleicht anpinnen können oder so. Oh. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Mm-hmm. Dirty Summers? I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. Hmm, I see. My advice, keep away from him. Auf einem Schiff. Jetzt haben wir noch die Aussage der Barfrau. Also deutet er an, dass er gefährlich ist und so weiter. Das ist klar. Achso, Moment. Wir haben hier was. Wir können aber nur die beiden hier auswählen. Die Aussage der Barfrau. Moment. Gegenstände. Wer hat ihn entführt? Ich würde sagen, die Visitenkarte ist doch ein Gegenstand dafür, aber die können wir nicht machen. Den Anhänger hat er zurückgelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Ne, den können wir aber auch nicht machen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eins weiter bei Beobachtungen. Da haben wir das Charakterprofil. Das können wir auch nicht machen. Okay. Dokumente, das haben wir drin. Also die Aussage der Barfrau, soll man das auch als Dokument, ja, Dokument und Aussagen, ja, ja, doch. Ich hasse sowas. Müssen wir das auch noch reinmachen? Das ist jetzt nicht so richtig grün, oder? Ich bin mir nicht sicher. Vermisstenplakat kann ich gar nicht machen. Anhänger kann ich nicht machen. Visitenkarte kann ich nicht machen. Ja gut, das... ja doch, das sind doch Gegenstände. Beobachtung. Den könnte ich reinmachen, aber... Dirty Summers ist Kimiyas Entführer. Es ist durchaus möglich, dass Roy Solsby sein...
sein Komplize ist. Okay. Frage ist jetzt, können wir das untere dann auch noch machen? Gegenstände? Wo ist er? Anhänger? Kann man auch nicht anklicken. Visitenkarte kann man auch nicht anklicken. Beobachtungen. Sein Verschwinden. Ist keine Beobachtung für die. Okay. Na gut, Charakterprofile sind für mich jetzt auch keine Beobachtungen. Dokumente und Aussagen. Das obere ist drin, ist aber nicht richtig, so wie es aussieht. Seine Aussage, Aussage des Jungen. Was jetzt? Ausländische Frau, Aussage der Barfrau würde ich jetzt noch da reinsetzen. Scheint gut zu sein. Das scheint auch gut zu sein, weil das ist auch grün. Okay. Na gut, also da können wir scheinbar noch nichts machen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall kein Ausrufezeichen mehr drin. Das können wir anheften. Es ist durchaus möglich, dass er sein Kommen. Ach so, genau, dann können wir ja theoretischerweise zum Pier gehen. Wie war denn das jetzt nochmal? Da kommen wir ins Armenviertel. Können wir das nicht hier per Schnellreise machen? Pier Nummer 3, genau. Kommen wir aber nicht per Schnellreise hin. Wieso komme ich da nicht per Schnellreise hin? Hallo? Konnte man da nicht einfach draufklicken? Boah, Sauerei. Ich meine, früher wäre es so gewesen, dass man einfach draufklicken konnte und schnell reisen konnte. Aber gut. Dann versuche ich in dem ganzen Chaos noch einmal Pier 3 zu finden. Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wo Pier 3 ist? Sind wir da rumgelaufen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es kann sich jetzt auch nur noch um Stunden handeln, weil ich habe gedacht, wir müssen nicht mehr zum Pier rüber. Dementsprechend habe ich mir jetzt auch nicht mehr so wirklich von gestern auf heute gemerkt, wo dieser Pier eigentlich ist. Also das mit den Lagerhallen. Okay, da käme ich jetzt, glaube ich, noch hin. Aber ich bin mir nicht sicher. Die Lagerhalle war, glaube ich, nicht beim Pier, oder? Das war Pier 3, ne? Nicht Lagerhalle 3. Gucken. Guten Tag daher. Ah ja, mein Näschen sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass wir hier auch neue Kenntnisse kriegen. What are you gawping at? Ah, sehr schön. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Ja, wie kommen wir da drauf? Wir machen einfach mal alles durch. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Ach so, okay. Mr. Soulsby, you know more. Ja, ist ja gut. Ich habe jetzt gedacht, ne? Moment, Charakter, Visitenkarte, Vermisstenplakat. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Na, Moment, wir haben aber auch noch die Visitenkarte. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Doch, doch, das ist mein Ernst. Drei Sachen brauchen wir. Okay, Moment. Röselchen hat eine brandneue Taschenuhr. Ja. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, dass das jetzt grün ist. Aber normalerweise müsste es ja das sein, wegen der Taschenuhr. Dass er korrupt ist. Jetzt ist nur die Frage, haben wir noch etwas, was schwerwiegender ist? Das ist wahrscheinlich ein Seemann im Londoner Hafen. Er muss groß und kräftig sein. So, das ist was anderes. Ja, normalerweise dürfte das das sein. Ja? It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used?
I do not recall, but I use red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Okay. Dirty Summers ist Chemilias Entführer. Roy. Achso, nee, das war jetzt das, was wir schon hatten. Da müssen wir. Das. Nee, der ist schon angeheftet. Okay. Also, Lagerhallen, die rot markiert sind. So, ich und mein Gedächtnis. Wo waren jetzt überall die Lagerhallen? Oh mein Gott. Ich denke mal, die Lagerhalle 3 wird es wohl nicht gewesen. Nee, 2 war es, glaube ich. Wird es wohl nicht gewesen sein. Weil, das war ja die Sache mit dem Spuk, ne? Das hier ist der Hafen. Ich glaube, da gibt es dann auch keine Lagerhallen. Okay, dann gehen wir erstmal hier durch. Da komme ich rum. Hat der mich jetzt erschrocken? Da unten denke ich mir mal, das ist alles nur Hafen. Entschuldigen Sie, ich muss mal eben hier durch. Links können wir theoretisch weiter. Rot markierte Lagerhallen. Wie auffallend sind die denn rot markiert? Das hätte er mir vielleicht sagen sollen. Das sieht mir so nach einer Lagerhalle aus. Aber da steht so ein Verdächtiger davor, aber die ist nicht rot markiert. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Geht noch, Junge? Ich bin nicht Raucher. Das heißt, bei Holmes bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber. Also ich bin zumindest nicht Raucher. So, hier ist auch keine rote Markierung. Also die 1 und die 5 sind es nicht. So. Es sei denn, die Markierung ist so klein und unauffällig. Ah, die 2 ist markiert. Können wir hier irgendwie. Hallo, die ist markiert. Ich möchte da rein. Aber wie komme ich da jetzt rein? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich jetzt da rein? Von der Rückseite offenbar nicht. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Nee, hier ist alles zu. Was ist denn mit euch, Jungs? May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja, das Problem ist, Moment. Er gab zu, Dirty Summers zu kennen und sagte, dass dieser Geschäft in einer Lagerhalle nachgehen würde. Mr. Solsby weiß nicht mehr in welcher, gab jedoch an, unbeaufsichtigte Lagerhallen stets mit roter Farbe zu kennzeichnen. Zudem sagte er, Dirty Summers sei Stammgast im Pub. Moment, ich schreibe mir das jetzt mal kurz auf, dass die Nummer 2... Die Nummer 2 hat das Rote. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich jetzt hier Orientierung hätte. Wie komme ich denn jetzt von hier aus wieder zu dem Pub rüber? Ich habe absolut keine Ahnung. Deswegen wäre so eine schnell. Nee, aber wenn, dann müssten wir doch in die Richtung, oder? Was war denn da so am Blinken gerade? This pipe disposes of wastewater from a factory. A possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on. Ja, das hat sicher mit diesen, ja, mit diesen kranken Typen da zu tun. Das kann man nicht aufheben, ja? Kann man nicht aufheben, okay. Dann müssen wir irgendwie jetzt wieder den Pub finden. Können wir hier durch? Natürlich auch nicht, war ja klar. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Moment. Lagerhalle 5. Gehen Sie mir doch mal bitte alle aus dem Weg hier. Ich habe hier was zu tun. Ich kam doch von der anderen Seite, so wie es aussieht. So, können wir unterwegs aber mal die Augen aufhalten. Die 3 ist nicht markiert. Ich denke mal, dass dann wahrscheinlich nur die 2 markiert ist. Jetzt kriege ich hier schon einen Schluck auf. So. Oh, Moment, die 12 ist auch markiert.
Holla die Waldfee. Das schreibe ich mir auch mal direkt auf. So. Guck mir hier denn irgendwas... Oh, guck mal einer an. Hallo? Kann ich da jetzt was machen oder nicht? Anscheinend nicht. Ist abgeschlossen. Aber warum sagt er da nichts zu, dass die abgeschlossen ist, dass er die nicht öffnen kann? Wobei das ja nur so ein Ding ist irgendwie. Hm. Naja. Elf. Kamen wir da durch? Ich glaube nicht, ne? Das ist der Bahnhof, okay. Ja, irgendwann finden wir heute noch wieder das Pub. Das Problem ist, ich kann da partout nicht hinporten. Oder? Moment. Jetzt? Wieso kann ich jetzt? Ist das euer Ernst? Das ist schön. So. Frage ist, haben wir jetzt hier irgendjemanden... Vielleicht war das ja der Typ, den wir schon angesprochen haben. Hier drinnen scheint er nämlich nicht zu sein. Oder es ist der Typ, der da so komisch draußen hängt. Excuse me, just one question. It's a shame I can't answer your question. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Beobachten oder so kann ich den auch nicht. Bin ich jetzt hier auf einer völlig falschen Fährte oder was soll das? Weiß nicht mehr in welcher. Gab hier doch an unbeaufsichtigte Lager. Also zwei haben wir ja gefunden erstmal mit roter Farbe. Dirty Summers sei Stammgast im Pub Kirstenmeermaid. Das ist doch das hier. Ja, Kirstenmeermaid. Mermaid vor allem von mir aus. Oder läuft der eventuell jetzt hier auf der Straße irgendwo rum? Ich weiß ja nicht. Da kommt einer. Watson, sperren Sie ihm den Weg. Oh, oh, der geht wieder. Wieso gehst du wieder? Hm? Hm? Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Na, der sieht doch nicht so aus. Der ist hier nicht Stammgast, der macht irgendwas anderes. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Was ist mit dem hier? Hast du ein Glasauge? Do you know anything about this? No, sir, I've never heard of it. Zeig dein Auge. Nee, aber das sieht normal aus. ja, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Was mich halt wurmt, ist auch diese Lagerhalle, ne? Pier 3 Lagerhallen. Warum kann ich das jetzt bewegen und eben konnte ich es nicht bewegen? Ich verstehe es nicht. Jetzt sind wir hier wieder bei den Lagerhallen. Die 2 und die 12. Wobei bei der 12... Das weiß ich gerade gar nicht, was in welche Richtung war. Die 4... Sind wir da nicht eben hier durchgelaufen? Bei der 12, genau, war halt dieses Ding davor. Aber er wollte es eben nicht annehmen. Ich weiß nicht, warum. Sag doch einfach was dazu, Holmes. Mein Gott. Da ist aber auch nichts davor, was wir irgendwie machen können. Nee. How can I help? I could try and flag someone down. Ja, zum Beispiel. Wieso machst du das nicht? Also, vielleicht ist es ja auch eine andere Lagerhalle. Ich meine, wenn die zugesperrt ist, ist das schon seltsam. Ist das eigentlich immer der gleiche Typ, der hier mit seinem Regenschirm rumläuft? Moment, hier oben waren wir aber schon mal, ne? Das Problem ist jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt Sache ist. Müssen wir jetzt die Lagerhalle erst finden? Das wäre eventuell noch eine Option. Oder müssen wir... Also, dass wir vielleicht da irgendwas finden, ihn dann damit konfrontieren müssen oder sowas. Oder müssen wir erst
den Typen vielleicht finden. Achso, von hier kamen wir. Und dann, keine Ahnung, den beschatten, in welche Halle der geht oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder ein Gespräch mit anhören oder... Also bisher haben wir nur die 2 und die 12. Ich denke mal, dass das auch nicht wirklich mehr... Oh, Moment. Die 8. Bei der 9 steht nichts drin. Die 8. Okay, dann schreiben wir die auch noch mit auf. 8. Frage ist jetzt... Guten Tag. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Boah. Is this familiar to you? Sorry, sir, can't help you. Ah, komm, komm, komm. Ihr könnt mir alle helfen. Ihr wollt es nur nicht, Leute. Ja, keine Ahnung. Theoretischerweise müsste dann noch irgendwas zu sehen sein, was ihm auffällt, oder nicht? Bei der 2 habe ich jetzt, glaube ich, nicht geguckt, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also die 12, die 8 und die 2 sind markiert. Hm. War das... Ja, das war hier. Da sehe ich jetzt so auch nichts. Hm. Normalerweise würde ich ja sagen, wir müssten tatsächlich... Auf jeden Fall auch nichts dran. Oder wir müssen das tatsächlich anpinnen und dann dahin. Aber ich glaube irgendwie... Moment, jetzt ist der Typ hier weg. Beide sind weg. Hä? Und jetzt? Wo sind die jetzt hin? Oh, Watson, geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Ey. Diese NPCs, ne? Dass man sich nicht bewegen kann, ohne dass die direkt im Weg stehen. Kann man mit dir vielleicht nochmal sprechen? Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Hmm. Aber wir können mit ihr... I fail to follow. Are you finished? I have glasses to wash. Why do I have the feeling... Ihre Aussage haben wir... Ja. I failed to follow. Are you finished? Also irgendwas hat die auf jeden Fall damit zu tun. Ich probiere noch mal ein paar Sachen. I failed. Ja gut, das war jetzt Blödsinn. Das war jetzt Charakterprofil. Das hatte ich das jetzt als erstes eben? Ja, hatte ich. Why do I have... I failed to... Are you... Why do Tja. I have no... I failed to... Das letzte probieren wir jetzt noch eben. Ja, keine Ahnung. Aber wir können sie irgendwie... Oh, no. No chance of a pint, then. Nein, es wird nichts mit einem Bierchen. Wir müssen uns jetzt hier erstmal konzentrieren. Och, ich dachte gerade schon, da steht einer. Ach, jetzt ist der wieder da. Hä? Können Sie mir jetzt was sagen? Sorry, sir, I can't help you. Okay. Jetzt ist der andere auch wieder da. Wollen die mich jetzt veräppeln oder was? May I ask you something? It's a shame I can't answer your question. Tja. Irgendwie scheine ich jetzt komplett auf dem Schlauch zu stehen. Aber wenn er doch hier Stammkunde ist, oder müssen wir drinnen... Moment, was war das da? Ne, das war eine Lampe.
Oder müssen wir drinnen eventuell die Bar mal untersuchen? Ja, das waren aber nur hier die zwei Zettel. Och, Watson, geh mir mal aus dem Weg, bitte. Es nervt langsam. So, da kommen wir natürlich. Da sind wir. Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch schon mal rausgekommen. Weiß er vielleicht was? Could you help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Dann jammer nicht rum. So. Tja. Was mit dir? Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Wer ist der Einzige, der jetzt gerade hier rumläuft? Tja. Also ich hätte jetzt gedacht, aber es ist anscheinend nicht so einfach, dass wir ihn entweder verfolgen müssten oder dass wir ja mitkriegen müssten, vielleicht ein Gespräch belauschen müssten oder sowas. Guck mich mal an hier. Du hast aber kein komisches Auge, ne? Nee. Tja. Da der ja so ein Stammgast ist, hätte ich jetzt gedacht, ne? Es ist auch seltsam, dass wir mit ihr überhaupt sprechen können. Hä, Moment, warum? Ach, das reflektiert nur, okay. Aber was war jetzt hier? Da waren nur die zwei Leute. Können die mir nicht vielleicht helfen? Are you able to help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Und du? Are you able to help me? I'm sorry, but I don't know anything. Können die mir vielleicht helfen, Moment, das können wir mal eben kurz probieren, weil die stehen hier. Da haben wir, glaube ich, noch nicht probiert. Ob die vielleicht irgendwas gesehen haben zu dem anderen Fall. Do you know anything about this? I'm sorry, but I don't know anything. May I ask for your assistance? No, sorry. I know nothing. Das ist wahrscheinlich genauso kurios wie der Rest. Oh, wo sind denn die zwei Leute, die hier standen? Okay. Was ist mit dem Typ, der da angelt? Almost no fish the last couple of days. Naja, sind wir mal ganz ehrlich, in dem Schlamm hier Fisch zu fangen, ich weiß ja nicht. In naher Umgebung habe ich jetzt auch noch nicht so direkt gesucht, wegen diesem Schlammzeug. Oh, hier ist noch was. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. Andere offene Abschnitte. Können wir hier durch? Nee, ne? Nee. Och, Watson, geh mir mal aus dem Weg raus, ganz ehrlich. Bei dem Jungen war da nur ein Eingang. Da war nur ein Eingang. Okay. Dann gucke ich da jetzt noch mal eben kurz nach. Links kommt man nicht rein. Kann man ja eigentlich nur von dieser Seite aus irgendwo hinkommen. Gucke ich da noch mal kurz nach, weil ich da jetzt gerade so ein bisschen Blut geleckt habe, ehrlich gesagt. Und gerne wissen würde, ob man jetzt hier eventuell noch weiterkommt. Ich meine, es kann eigentlich nicht sein, dass die beiden Fälle zusammenhängen, weil das sind zwei vollkommen unterschiedliche Fälle. Hm.
Och, Watson, Mensch. Man kann sich nicht umdrehen, da stehst du schon wieder da und blockierst mich, ehrlich. Mm. Na gut, er hat jetzt nicht direkt gesagt, wir müssen das Ganze umgehen, sondern wir müssen offene Stellen finden. Ne? Also hier ist zum Beispiel jetzt noch das Rohr gewesen. Hier ist noch ein anderes Rohr. Human waste. Despite looking fairly hazardous, I doubt it could cause such acute poisoning. I can't see any other major source of contamination in this section of the waterway. Perhaps another place. Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas gekommen. Ja, vielleicht an einer anderen Stelle. Die Frage ist jetzt, wo? Hier kommt man auch wieder nicht weiter. Ja, was läufst du auch direkt in mich rein, Junge? Ganz ehrlich. So. Da gucken wir jetzt nochmal eben. Vielleicht hat es ja doch auch irgendwie damit zu tun. Insofern... Hoppala. Insofern, dass der... Dass der mit der Lagerhalle da irgendwas... irgendwas Dreckiges macht. Wer weiß. Das können wir nicht von hier aus machen. So wie's, oh, Moment. Das sieht nicht gut aus. Aha, aha. Anweisung für einen Arbeiter. Brian, bitte immer daran denken, den Wagen nicht so schwer zu beladen. Als die Hälfte des Gewichts von Danny Nutcracker, also maximal 200 Pfund. Sie hat es mal auf dem Wagen mit Joshua getrieben. Okay, das wollte ich jetzt nicht wissen. Und seitdem hat er die besten Jahre hinter sich. Also der Wagen. Joshua sowieso. Sonst hätte er sich kaum mit Big Danny eingelassen, wisst. Ach ja, das Schiff aus Barbados wartet noch auf eine Tonne Phenol. Also Beeilung. Phenol. Oha. Okay. Was ist dann das hier? Phenol, a dangerous substance often used as a sanitizer, coming from Spade Chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier wieder was Neues. Anweisungen, anheften. Und ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass wir dann da mit sprechen müssen mit dem einen. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, wie wir da hinkommen. Zur Not muss ich nochmal zum Arbeiterviertel. Porten. Wir sind doch eben hier durchgegangen. Waren wir denn da im Arbeiterviertel am Ende, oder? Bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, wir sind hier rumgegangen wegen den... Ah ne, da war dann die Sackgasse. Okay. Moment, ich schaue jetzt nochmal eben nach. Lagerhallen, Armenviertel. Ja, Armenviertel, nicht Arbeiterviertel, genau. So, dann sind wir direkt hier. Okay. So ist natürlich schneller. So, mit wem von euch muss ich sprechen? Are you able to help me? I think I can help you. Die Firma Spade Chemicals hat ihren Sitz in Lagerhalle 5. Aha. Okay. May I ask you something? It is a shame I can't answer your question. Die Frage ist jetzt nur. Ich strampel mal eben rüber. Ja, also Lagerhalle 5. Ich denke mal, da muss ich jetzt hin. Do you like to watch our man suffocates himself for food? Kann es auch ein bisschen netter zu mir sein. Okay, Lagerhalle 5. Was ist das jetzt hier? Achso, das war die Sache mit dem Entführer. Gut, dann gehen wir nochmal zu den Lagerhallen. Und suchen hier mal die Lagerhalle 5. 3. Jetzt
Geht's hier sicher mit 12 oder so wieder hoch? 4. 6, 7. Oh, ich liebe es, wenn dann eine fehlt. 4. Wo ist die 5? Hm, 7, 6 hatten wir ja schon. Wo zur Hölle ist die 5? 4, 3. Kann doch nicht sein. 2. Leute. Wo ist die Lagerhalle? 5. 8, 9. 10. Also manchmal ist die Logik okay. So wie hier, da sind direkt drei hintereinander. Und dann ist die 4 da und die 5 ist nicht vorhanden. Heißt das jetzt, der hat mich verarscht? Oder heißt das jetzt, ich habe keine Ahnung. Das sind doch jetzt wieder die Docks hier hinten, oder nicht? Hm. Komme ich komplett runter. Das kann doch nicht so weit von der 4 entfernt sein. Hier war keine Zahl. Nee. Das sind hier wahrscheinlich auch keine Lagerhallen mehr. Das gehört dann wieder zu den Docks, nehme ich mal an. Kann doch nicht sein. Leute, ernsthaft. Hier ist die 3. Da ist die 6. Da ist die 4. Wo zur Hölle ist die 5? May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Das ist euer Ernst hier? Ich kann doch nicht irgendwo versteckt sein. Und hier ist wieder die 12. Also, hä? Haltet mich jetzt von mir aus für doof, aber das kann doch nicht sein. Das ist doch total unlogisch. Weil hier hinten kommen ja jetzt, da kommt jetzt wieder die 11 und hier ist, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Ja gut, das ist der Bahnhof, ne? Aber jetzt keine Lagerhalle. Oh, das macht mich wahnsinnig. Ja. Ihr könntet mir jetzt noch eine halbe Stunde dabei zusehen, wie ich jetzt hier in der Gegend herumlaufe. Da steht gar nichts dran, aber ich weiß noch nicht genau, ob das eine Lagerhalle ist. Oder ich schneide es raus, aber dann werdet ihr wahrscheinlich nie herausfinden, wo die Nummer 5 ist. Deswegen, tja. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Ich bin mir aber auch nicht sicher, dass ich überhaupt jemals die Nummer 5 finden werde. Wirklich. 5! Oh Gott! Alter, ist das dein Ernst? Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the? We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Mhm. Okay, Wagenunfall. Wir müssen noch den Schlammgräbern Bericht erstatten und ihnen sagen, wie sie sich bis auf Weiteres verhalten sollen. Okay, dann gehen wir da nochmal schnell hin, damit ich zumindest das hoffentlich abschließen kann.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich da hing... Achso, Moment, das kann ich doch schneller machen. Indem ich direkt da auftauche. So, muss mir ihm das sagen? You like to watch our man suffocates himself for food. Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about our friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company. But for now, get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you. We'll do that. Let's go to the cheap doctor for help. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob ihr zu dem Arzt gehen könnt. Ja, ich gehe mal hier raus. Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Okay, das ist schon mal schön. Dann haben wir das zumindest schon mal abgeschlossen. Die Schätze des Schlamms, das ist das wahrscheinlich, ne? Bedauerlicherweise. Ja, ja, ja. Entfall ihnen, ja, ja. Da müssen wir noch mit irgendjemandem drüber reden. Die Frage ist jetzt, mit wem? Also das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen können, wo noch so ein Zeichen dran ist. Wieso habe ich jetzt hier ein Ausrufezeichen dran? Achso, ich habe neue Klamotten wahrscheinlich bekommen, so wie es aussieht. Okay, keine Ahnung. Die interessieren mich jetzt gerade nicht. Na gut, also, dann haben wir zumindest schon mal eine Sache abgeschlossen. Puh, wenigstens zu etwas bin ich heute noch fähig. Es ist sehr früh am Morgen, also meine Kombinationsgabe ist heute nicht so toll. Draußen ist das Wetter trist und, naja, ich brauche eigentlich keine Ausrede. Aber ich bin wirklich froh, dass wir das andere zumindest abschließen konnten. Nachdem ich dann ja zufällig das, ich glaube mit dem Rohr oder was das war, gesehen hatte. Und dann gedacht habe, okay, vielleicht können wir da auch noch was mitmachen. Aber wir wissen immer noch nicht so genau, was jetzt mit diesen Dirty Summers ist und... Ehrlich gesagt, die Folge ist sehr, sehr lange jetzt geworden durch das ewige Hin- und Hergelaufe und Nummer 5 nicht finden. Nummer 5 lebt und hat sich ständig bewegt. Nein, das war nur ein kleiner Scherz. Wer von euch Nummer 5 lebt, kennt oder Nummer 5 kehrt zurück, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich fand die beiden Filme absolut klasse. Ja, also ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und verzweifeln dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.